Hier haben wir zwei gemacht. Oder machen wir. Nee, dann machen wir da hinten auch zwei. Damit wir so ein bisschen symmetrisch bleiben. Man weiß ja nie, für was wir den Platz denn doch noch irgendwann brauchen. So, ihr macht aber bitte alle Eisenbahn. Egal in welcher Richtung. Oh, das wird so toll. Ja. So. Also, wir wollen ja modulare Rahmenproduktion herstellen. Das heißt, wir brauchen hier definitiv noch ein bisschen weiter. Warte mal, ich nehme mal die, die lassen sich ein bisschen besser bauen. So, jetzt habe ich hier. Dann gehen wir hier nach hinten. Dann hoffe ich, dass das ein bisschen klappt mit dem Snippen. Und dann kann ich snippen, ja. Noch ein. Noch ein. Ja. Dann kann ich ein bisschen schneller bauen. So einen kleinen Trick, wenn man die Smart Foundations nicht hat. Ich hatte erst überlegt, ob ich die mit reinnehme, und dann dachte ich mir so, nee, Update 5 kommt ja sowas ähnliches. Zwar nicht so für die ganz große Produktionsbau, sondern ich glaube nur auf 10 beschränkt oder so. Aber reicht ja schon vollkommen aus. Oh, das, also langsam wird's. Also hier an der Seite müssen wir noch. Langsam wird's, langsam wird's. So. Oh, das wird der Hammer. So, jetzt haben wir 30, wa? Genau, 30. 30, 30, 30. Das war doch eine reine Quelle unten, wa? Ja. Das war eine reine Quelle. Hier werde ich irgendwo noch einen Hausflur hinbauen oder sowas. Vielleicht ziehe ich den da hoch und ziehe den da rüber. Das weiß ich noch nicht. Ja. Oh, ich habe einen Durst. So. Modularrahmen. Ich mache mir mal Modularrahmen. Okay, versteckte Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten. Eisenplatten, schon. Das heißt. Achso, das wollte ich mir auch noch. Eisenplatten. Ich mache mir nur mal eine Liste, damit ich weiß, was ich alles brauche. Eisenstangen brauche ich auf alle Fälle. Schrauben. Damit ich weiß, was ich alles bauen muss. Module RAM nochmal. Eisenstangen mache ich sowieso. Hier. Verstärkte Eisenplatten habe ich da zu stehen. Eisenplatte habe ich da oben zu stehen. Okay. Das heißt, wir brauchen erstmal. Wir machen erstmal Eisenplatten. Eisenplatten brauchen wir. Ich stelle mir erstmal einen Constructor hin. Damit ich rechnen kann. Eisenplatten. So. Du brauchst 30. Und gibst 20 aus. Das heißt. Dann wären das schon mal 4. 4. Dann haben wir mehr als genug Eisenplatten. Ja. Warte mal. Haben wir. Wir hatten noch Alternativrezepte. Richtig? Für Schrauben? War dafür schon Alternativ? Nee. Eisenstangen hatten wir aber schon, oder?
Nee. Eisenplatte? Nee. Nö. Okay, dann, dann ist es halt so. Hatten wir nicht letzte Woche sogar noch... Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken. Nee. Hatten wir keine Festplatte drin, okay. Gut, hätte er sein können. Also, dann heißt es, diese vier werden Eisenplatten. Das heißt, Constructor können wir genau geradezu bauen. Genau geradezu. Damit ein bisschen Puffer. Nee, doch. Geradezu, dann machen lass mal 1, 2 frei und bauen dann hier hin. 1, 2, 3, 4. So. Dann verbinde ich das schon mal mit Förderbändern. Weil hier brauchen wir auch nicht mit Splittern oder sonst was arbeiten. Geht 1 zu 1 rein. Dann haben wir insgesamt 4 mal Eisenplatten. So, 4 mal... Hab ich, nee. So, 4 mal Eisenplatten. So, Eisenplatten. Heißt 20. 2, 4, 6, 8. 80 Eisenplatten für... Fabrikator brauche ich mal, ja. 30 brauche. 80, das heißt zweimal. Ich brauche aber nur 60. Also ich kann zumindest zwei da habe ich 60. Warte mal. Ne, 20 bringen. Ne, 3. Also diese 3 brauche ich, damit ich zwei. Theoretisch könnten wir hier auch noch eins. Dann könnten wir 2, 4, 6, 8. Und wir bauen erstmal so. So. Damit es weitergehen kann, werden wir jetzt eine Etage hochbauen. Weil das Ganze soll auf die obere Etage. Damit wir auf die obere Etage bauen können, baue ich mir jetzt erstmal hier eine Wand hoch. Und zwar so lang. Ich glaube, 3 müssten ausreichen. So. Dann baue ich mich mal hoch. Damit ich auch nach oben komme. So. Dann nehmen wir aber den hier und bauen uns in die Richtung runter. So. So. Und so. Genau. So, noch ein. Und noch ein. Genau. Irgendwie, warte mal, das bauen wir uns hier auch mal hin. Irgendwie hat das gerade was. So. Irgendwie hat das was. So. Ja. So. Also das wird hier groß, 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 groß. Dann bauen wir mal hier. Na, habe ich den jetzt nicht gebaut? Ah, wieder mitten ins Wasser.
habe ich auch einen hingebaut, da wo ich hin sollte. Okay. Aber daran sieht man mal so ein bisschen, dass man, dass ich gar nicht hätte so hoch bauen müssen. Aber ich will. Ich will das. Ich will das irgendwie. Nee, ach ja. So, wir gucken gleich mal, was für ein Fundament wir noch haben. Mich interessiert da gleich mal was. So dermaßen. So. Fundamente. Ist auch lustig. Da geht es gar nicht mehr weiter. Kann man irgendwas drunter stellen? Ja, ist okay. Nee, das. Für ein Rohr kann man, hat man da was. Ach, die sind mit Leiter ausgestattet. Oh, das ist ja geil. Okay, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ah, die sind eigentlich mehr für gedacht für Förderbänder. Wahrscheinlich. Das, auch, ah, das, ist, das gefällt mir. Ja. Ich habe da eine richtig geile Idee gerade. Machen wir uns hier mal hin. Und zwar bauen wir den hier mal hin. Dann bauen wir uns hier mal hin. So. Mehr geht nicht. So. Das war schon zu viel. Dann. Wo war der hier? Ich glaube, dafür ist es gedacht. Das ist geil. Das gefällt mir. Da unten und dann raus. Das gefällt mir. Ich glaube, das lasse ich hier mal so stehen. Dann wird Erich so denken, ey, was hält denn der da für ein Blödchen hingebaut? Kann ja weg, dich Heiche. Aber mir gefällt es gerade echt gut. Ich lasse das mal so stehen. Zu Not reiße ich es wieder ab. Ich wollte aber eigentlich was anderes gucken, aber nee, haben wir leider nicht. Was ich eigentlich haben wollte. Hm. Na gut. Ist halt so. Also. 1, 2, 3. Eisenplatten. Das heißt, zwei Kunst. Fabrikator. So. Von da hinten kommt das. Dann. Stelle ich den mal hier hin. Ist er jetzt relativ mittig? Nein. Okay. Dann machen wir mal weiter so hin. Ein. Warum reißt es wieder weg? Eins, zwei. So. Das heißt, ich mache jetzt hier mal den hier hin und hier einen hin. Na, dann gehen da die. Ja.
Jo. So. Genau. Der hier. Da lang. Also ich kümmere mich jetzt gerade nur um die Eisenplatten. Damit wir die Verstärkten machen können, genau. Für die Verstärkten brauchen wir dann später sowieso für die Modulare. Ich muss hier mal rauf. Damit ich hier schon mal ein Förderband hinbasteln kann. So. Und hier genau so, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. So. Dann haben wir das. Genau. Dann kommt hier ein Splitter hin. Eins blöder. War doch hier. Ach ne, unter Logistik, ja. Ja. So. Dann kannst du. Man sieht es hier. Kann auch so sein. Wobei, das sieht ein bisschen eiermäßig aus. Dann haben wir das hier nochmal weg. Muss ich eben halt hier gucken. So und so. Ja, sieht schon besser aus. Dann nehmen wir das hier nochmal weg. So. Und rüber. So. Dann haben wir das auch. Achso, hier wollte ich jetzt eine Wand hinsetzen. Und zwar die hier. Und ja. Kommt hier. So. Gehen wir wieder nach unten. Ich glaube, jetzt sehen wir noch. Naja, komm. Nee, lass ich jetzt. Gerade mal eben gucken, wo. Hier. Ey, das passt sogar. 1, 2, 3. Ich hab's richtig geil gerade gemacht. So. Und so. Der kommt da wieder weg. Da kommt die Wand hin. So. Genau. Dann können wir da nämlich einen Fusionator hinbauen. Logistik, Fusionator. Gehst denn mittig? Mittig? Ja. Ich muss bald rüber. Ich brauche bald Material wieder. So. Oder auch. Ja. So, und du gehst dann hier gerade durch. So. So. Und ran da. Genau, und diese Dinger hier gibt es auch als Mod in umgekehrt. Dann kann man die nämlich an die Decke machen und dann sieht es aus, als wenn die an der Decke befestigt seien. Weil so hängt es ja mehr oder weniger gerade nur ein bisschen an der Luft. Binde.
Nee, wie meine. Wir machen Glas. Und zwar die. So. Und so. So, dann haben wir das. Die Eisenplatten gehen jetzt rein. Jetzt müssen wir uns mal um Schräubchen kümmern. So, ihr macht ja auch alle Eisenbahn. Habe ich jetzt alle schon? Ja, habe ich schon. Habe ich hier drüben auch alle? Habe ich. Habe ich. Habe ich. Ich glaube, den habe ich auch. Ja, gut, dann haben wir alle. Also, 30 waren das, oder? 30, genau. Dann baue ich mal so einen Konstruktor auf. Um Schrauben zu machen. Wir haben ja leider keine. Brauche ich Eisenstangen. Der gibt 15 aus. Und 10 brauche ich. Wie viel Schrauben brauchst du denn eigentlich? So, dann kann ich ja auch schnell hier hinbauen. 60. 60 Schrauben brauchst du. 40 gibt's da. Also ich brauche mindestens 2. Ne, warte mal. Ich habe oben 2. Ich muss nochmal rum. Ne, warte mal, doch. Eisenplatten und Schrauben brauche ich. So, die Eisenplatten gehen hoch, dann brauche ich nur noch die Schrauben. Und da brauche ich 60 Schrauben. Das heißt, 2 habe ich zu stehen, dann brauche ich 120 Schrauben. Okay, 120 Schrauben brauche ich. Das heißt, hiervon brauche ich 1, 2, 3, 4. 4. Das heißt, ich brauche 40 Stangen. 40. Das heißt, 30, 60. Also, dann brauche ich, 40 habe ich gesagt, 60 kriege ich raus. Das heißt, ich brauche 4 von denen. 4 von denen. 4 von denen. Das heißt, 1, 2 kann ich hiermit betreiben. Die 2 sind für Schrauben. Okay, dann wollen wir mal. Also. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen anders arbeiten. Dann gehen wir mal ein Stückchen nach vorne. Was habe ich gesagt? 4, 1. 2. 3. 4. Genau. Nee, verkehrt. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Also er bekommt 2, er bekommt 2. Warte mal, hier habe ich auch noch einen. Hier habe ich ja auch noch einen übrig. Hier habe ich noch einen übrig. Dann mache ich den hier nochmal down. So, die 3 machen Eisenplatten. Oh, immer dieses Berechnen, dieses, ich weiß ja nicht. Also, einmal Schrauben, zweimal Schrauben. Also, einmal Eisenstangen, zweite Mal Eisenstangen. Also, 2, 4. Das heißt, wir gehen hier hin. Das ist einmal eine Schmelze. Und das ist einmal eine Schmelze.
Das sind ja zwei Schmelzen. Das heißt, hier machen wir einen Splitter hin. Hier weiter. Hier hin. Und hier kommt ein Splitter hin. Hab ich jetzt gleich gesetzt wenigstens? Ja. So. Und jetzt werden wahrscheinlich meine... vergessen. So. Und so. Aber das wird nicht mehr ausreichen. Dann gehen wir bis hier hin. Also, ich muss rüber. Ja, okay. Dann ist es jetzt so. Und dann kann ich ja mal von hinten gucken, wie es von hinten da hinten aussieht. Alter, Alter, das ist schon... Also das wird gigantisch. Dies wird gigantisch. Und das nur für modulare Rahmen. Hab Peng gemacht? Oh ja, ich freue mich jetzt schon. War ich eigentlich an diesem Wrack schon mal dran? Nee. Habe ich jetzt gar keine Lust. Mache ich nachher mit Erich zusammen. Wir wollen uns da mal ein bisschen austoben wieder. Ja, ich werde gleich mal andere Musik wieder einspielen. Heute machen wir ein bisschen Mix. Mix von allem. Oh, Plastik ist auch drin voll. Also, ja. Freut mir. Das freut mir. Oh, sogar von hier aus sieht man das sogar noch. So, da mache ich mal eben andere Musik an. Schauen wir mal. Ja, von hier aus sieht man es nicht mehr, weil da die Mauer voll. Da, das sieht doch aus, als würde da so ein Baum durchgehen. Irgendwie witzig. Vielleicht ist es auch ein Grafikfehler, ich weiß es nicht. Also Plastikgummi ist schon mal voll. Alter, heute mache ich mich auf alle Fälle modulare Rahmen. Also sind wir ja dabei. Ich glaube nicht, dass ich es heute noch schaffe, noch einen vernünftigen Zentrallager zu bauen. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Weil da wir ja die intelligenten Splitter haben, lässt sich sowas natürlich am besten realisieren. So. Ich sortiere mal hier. So, dann machen wir mal den Stack voll. Brauche ich jetzt unbedingt Plastik drüben? Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt auch kein weiteres Lager. Warte mal. Plastik ist hier. Ich baue mal eins da drüber und schmeiße es da mal rein. Weil ich glaube, ich brauche da drüben kein Plastik. Was ich jetzt aber mal mache, ist, ich schmeiß da mal was drüben rein. 100? Davon ist, von... Schade, wenn man hier drin ist, kann man nicht scannen. Ich weiß, wir haben eigentlich mehr als genug an